Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge RIM. So, wir sind wieder gestrandet, würde ich sagen. Und ich weiß nicht wo. Hier sind überall schwarze, komische Gestalten, die sehen nicht gerade einladend aus. Die haben anscheinend auch kein Gesicht oder so. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, wie es weitergeht. Die sind hier anscheinend versteinert oder so. Vielleicht versteinert man, wenn man die irgendwie näher anschaut. Ich weiß es nicht. Aber das werden wir bestimmt herausfinden. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Da unten ist auch schon unser Fuchs. Der zeigt uns ja normalerweise den Weg, wo wir lang gehen sollten. Wir gehen einfach mal hier durch. Die sehen auf jeden Fall sehr, sehr komisch aus. Na, Fuchsi, wo müssen wir denn hingehen? Jetzt warte mal, ey. Ist das nicht der Thron gewesen? Okay, wir können ja nichts machen. Sehr, sehr mysteriös alles. Wir gehen einfach mal dem Fuchs hinterher. Der wird uns schon zeigen, wo es lang geht. Hoffe ich mal. Wir haben auf jeden Fall unseren Umhang auch wieder. Der rennt schon wieder so schnell. Ich will hier nichts übersehen. Ah, wir müssen hier hoch. Okay, hier können wir wieder das was mit der Zeit machen. Das sind doch die drei Windräder, was wir gerade 1, 2 und Nummer 3, was wir gerade an dem Gemälde gesehen haben. Ja. Lass mich mal hier machen. Lass Papa mal machen. Na komm, nimm die Kugel. Das heißt, wir müssen uns jetzt da oben drauf stellen. What the fuck? Alter, was ist da los, Egger? Okay, die hat uns jetzt gerade das Tor geöffnet. Okay. Und liegt sie praktisch in sein Nest rein, oder? Hier oben drauf steigen. Geh rauf. So wäre es ja bei dem anderen gewesen. Aber ich kann da auch rein. Und ich weiß nicht, wenn ich da rüber gehe zu dem, ob der mich killt oder nicht, weil ich kann mich ja eigentlich gar nicht wehren. Gehen wir mal hier weiter, bevor wir da hinten hingehen. Oder wir kommen hier gar nicht weiter. Ne, hier kommen wir gar nicht weiter. Das heißt, wir müssen zu dem rüber. Oder doch, hier geht's weiter. Hier
hier geht's weiter. Habe ich tatsächlich ein Stück Karte übersehen im ersten Gebiet, anscheinend. Habe ich wirklich was übersehen? Aber okay, ich bin hier eh nicht auf Trophäenjagd. Ich will einfach nur das Spiel genießen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal rüber. Ich glaube, wir werden sterben. Sind auch schon so komische Vogelstatuen hier. Wow. Wow. Schaut sehr, sehr nice aus. Ich denke mal, dass wir irgendwas mit den drei Windrädern hier machen müssen. Ich gehe trotzdem einfach mal zu dem, einfach mal hingehen und schauen, was der macht. Ob er mich fressen will oder nicht. Okay, ich soll doch nicht dahin gehen. Alles klar. Das heißt, wir müssen jetzt. Alter, was ist hier los? Was ist hier los? Der fliegt hier irgendwo rum, oder? Kannst du mal bitte in dein Nest zurückgehen? Okay, verstehe schon. Wir müssen praktisch hier zu dem Unterschlupf. Okay, hier sind wir in Sicherheit anscheinend. Und haben somit immer mehrere Wege zur Auswahl. Okay, gehen wir mal darüber. Wird schon ein bisschen spannender jetzt, sag ich mal. Hier kommen wir wieder mal nicht rein. Okay, hier ist zu. Da soll man lieber in sein Nest zurückgehen. So, da ist ein Windrad. Da ist ein Windrad. Holt uns der denn, wenn wir hier draußen stehen bleiben? Ich denke schon, da ist das andere Windrad. Och nö. Wir brauchen Schlüssel hier. Okay. Ich denke mal, dass wir irgendwo hier in den Gruften auch den Schlüssel finden. Den müssen wir jetzt halt alles absuchen. Zur Runde. Kommen wir nicht hoch oder was? Da, ah, da drüben ist der Fuchs. Laufen wir noch da mal hin. Ich hoffe mal, wir kommen so weit. Nein! Okay. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Wir müssen praktisch, wir gehen erstmal hier rüber. Hier sind wir in Sicherheit. Dann gehen wir da rüber einmal, bitte.
gehen bitte einmal hier rüber. So, okay. Klar. Somit haben wir den ersten Schlüssel. Steck ein. Verstehe. Ich glaube, dass die Windräder sich schnell drehen müssen, dass praktisch so eine Art Sturm oder sowas kommt, damit der Vogel vertrieben wird. Okay. Cool gemacht auf jeden Fall. Okay, wir sind vorher... Lass mich mal schauen, da hinten sind wir rein. Und jetzt weiß ich halt nicht, ob wir den nächsten Schlüssel dann dort drin kriegen. Weil da drüben ist ja auch nochmal so ein richtiges großes Areal. Wir probieren jetzt einfach mal da drüber zu gehen. Ob wir den Schlüssel da in dem ersten Windrad-Areal, sag ich mal, ob wir den da schon einsetzen können. Und zwar dort drüben. Einsetzen. Hoffen wir, dass die Tür jetzt hier aufgeht. Oder das dreht sich bloß dann da oben. Schneller. Geil gemacht. Geil gemacht. Was? Hey, nochmal hier. Mach auf hier die Hudel. Warum kann ich das nicht selber drehen?
Ah. Jetzt warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Kann ich hier irgendwas hinlegen? Irgendwie einen Stein oder so? Reden Sie sich dann nicht rüber. Schwierige Geburt. Praktisch Schutz gegen den. Ah, der macht praktisch. Okay. Ich denke mal, ich muss hier runter. Muss ich wieder zurück? Bin ich fertig? Glaube ich fast nicht, sonst hätte ich ja nicht da drüber gekonnt. Oder muss ich da hoch vielleicht irgendwie? Da ist nämlich. Hier ist nämlich was.
das ist die zweite Wolke. Das ist praktisch über dem ersten Gebiet jetzt, also über der... Ah, verstehe schon. Ist jetzt eine Wolke. Also ich kann mich jetzt hier in dem Abschnitt frei bewegen. Und muss dann jetzt halt zur nächsten. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut und schauen auf jeden Fall in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Dann werden wir nämlich das zweite Windrad in Angriff nehmen. Und ich bin gespannt, wie wir das denn hinkriegen werden. Wollte ich nur noch mal schnell schauen. Es wird jetzt da hinten dieses... Also sind es doch drei Räder. Okay, einmal da hinten und einmal dort hinten. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bleibt auf jeden Fall dran, es wird spannend. Bis dahin, ciao, ciao. Euer Andi.